Das sind die Schubladen, die ich vom Sperma mitgenommen habe. Und da habe ich mir direkt gedacht, daraus kann man was bauen. Und es ist mir eingefallen. Ich werde daraus eine Art Carport bauen. Und wie jetzt aus den Schubladen ein Carport wird, das zeige ich euch jetzt. Und das Erste, was wir machen, ist auseinanderbauen. Böden raus und dann müssen wir die irgendwie die Verbindung lösen, wie die einzelnen Bretter haben. Machen wir. So, haben wir es auseinander gebastelt. Hier raus machen wir die Wände und das Dach. Aus denen hier werden wir uns noch gleich Leisten rausschneiden. Oder Balken. Und die Fronten der Schubladen, die werde ich nicht verwenden können. Die sind hier funiert. Hier ist auch noch der Griff drin. Also die werde ich nicht mehr benutzen können. Aber ich glaube, es ist eine gute Ausbeute, drei Bretterchen von den ganzen Haufen, den ich verwenden zu können. Ist okay. Man kann ja alles benutzen. Kann ich alles behalten. Kann ich mir. Egal. Schneiden wir uns die Leisten. So, damit wir unsere Leisten sehen können, aus den Schubladen, die Leisten sägen, für unser Carport. So, bauen wir uns erstmal unsere Kreissäge hier dran. Zack. So, oh ja, schon lange nicht mehr benutzt. Ja, ich habe halt nicht viel Platz, also muss man erfinderisch werden. Ja, muss ja nicht die ganze Zeit hier rumstehen. So, mal gucken, wie viel wir hier rausgeschnitten kriegen aus den ganzen Plättchen. Vielleicht reicht das ja auch für noch. Ich denke mal, es wird auch noch für ganz viele andere Projekte im Garten reichen. Ja. So, ich würde sagen, wir schneiden erstmal genau die gleiche Dicke an Leisten, wie das Brett dick ist. Ja. Staubige Angelegenheit. Naja, egal. Die Dachkonstruktion brauchen wir ja nicht viereckige, sondern ja mehr so rechteckige, also Sparren. Ne? Das heißt, wir müssen die Kreissäge einmal umbauen, noch Sparren sägen und dann haben wir das meiste Material schon zusammen. Auf geht's. Der sieht schon mal gut aus. Da ist schon einiges an Material. Müssen wir noch hier den Einschub abschneiden. Und was ich hier auf jeden Fall vorhabe, ist, diesmal möchte ich nicht wie immer die Holzbeplankung mit meinem Lieblingsgerät der Mini-Tauchsäge machen, weil es gibt ja immer sehr breite Fugen. Ich will dieses Mal was anderes ausprobieren. Und zwar möchte ich das diesmal hier mit diesem Multitool-Vibrationsgerät ausprobieren. Es hat nämlich ein sehr feines Blatt, sehr dünn. Und genau da werden die Fugen zwischen den angedeuteten Brettern dünner und besser. Anders. Anders.
Anders ist immer gut. Bin mal gespannt. Machen wir einfach mal. Ja, es ist dünner. Ist wahrscheinlich nach dem Öl und mit Farbe auch gut sichtbar. Aber ehrlich, das dauert ja dreimal länger. Da habe ich keinen Bock drauf. Hier vor allen Dingen, das muss ja von beiden Seiten. Die Bretter sieht man ja von beiden Seiten, ne? Von einer Wand. Da muss ich noch schleifen. Und dann, nee. Ich mache das so wie immer. Auch nicht richtig, ich mache das immer so wie immer, aber in dem Fall, ich werde es mir mit meiner Lieblingskreissäge machen. Das Resultat ist super. Demnach. Das war ein Versuch wert. Für alle, die es mit dünneren Fugen haben wollen, war schon weggeräumt. Da ist das mit dem Multifunktionsgerät, mit dem Vibrationsgerät gut. Für alle, die Zeit haben. Ich nicht. Also, Kreissäge. So, haben jetzt schon mal unser Dach, unsere Wände. Denke mal, das werden wir so einmal grob in Form schneiden, also in die Größe, die ich mir vorstelle. Und dann schnappen wir uns die Leisten und werden wir irgendwie was da drauf festkleben. So, dass es irgendwie gut aussieht. Teile habe ich zugeschnitten. Können wir jetzt zusammenkleben, damit das über Nacht gut trocknen kann. Und wir es morgen zusammenbauen. Und wichtig war, dass hier überall Platz ist, weil hier kommt ja der Sparren hin. Wenn ich da jetzt nicht Platz lasse, dann passt das nicht. Ja, und hier muss auch beim Kleben Platz bleiben. Hier muss auch noch Platz bleiben, weil der lange Balken kommt ja noch darunter. Ja, also immer dreimal nachdenken. Gut. Kleber. Dann lassen wir es trocknen bis morgen und dann gucken wir mal, wie das morgen aussieht. So, gucken wir uns das doch mal an, wa? Räumen wir das erstmal runter. Rückwand, Dach, Seitenwand. Und das kommt so. Ja, hier müssen wir uns jetzt noch die Sparrenköpfe anzeichnen und die aussägen, dass sie hinten durch die Rückwand durchgucken können. Ja, anzeichnen, aussägen. Damit das hinterher beim Hin- und Herschleppen meiner Kinder auch ordentlich hält und das nicht sofort kaputt bricht, werden wir die überall noch ein bisschen stiften. Hat dann noch ein bisschen mehr Halt, hat nicht einfach nur stumpfe Klebeflächen und hoffe, dass das ein bisschen länger hält. Ich glaube, das kann ich als Carport sehen lassen. Aber für meinen Garten mehr als ausreichend. Für meine Ansprüche.
Vollkommen ausreichend. Kleben wir noch das oben drauf fester. Machen wir vielleicht hier und da vielleicht auch nochmal eine Fixierung rein, damit er besser hält. Und dann der Klassiker. Öl trocknen, ab in den Garten. Nein! Werden wir noch irgendwas für oben drauf ausdenken. Sieht auch schon mal gut aus. Ist das der Fall? Jo. Hier werden wir auf jeden Fall noch mehr Stabilität reinmachen müssen. Wir haben 45 Grad Absteifung in allen Ecken. Dass das hier schön fester ist und dann Spaß fertig. Stabil genug ist, sehen wir dann bei den sehen wir dann mit den Kindern im Outdoor-Test. Aber jetzt machen wir erstmal ein bisschen Öl dran. So, das Öl ist jetzt schön durchgetrocknet. Und was ich gerade eben vergessen habe zu erklären, warum ich da Pigmente reingetan habe, ist, dass die Vertiefungen dadurch besser zur Geltung kommen. Ne? Wenn man das schön einstreicht, dann noch abputzt, bleiben die Pigmente in den Vertiefungen und das kommt dann ein bisschen mehr, man sieht es einfach besser. Ihr müsst das nicht unbedingt mit eingefärbtem Öl machen, das geht auch mit Farbe, solange ihr dann die Oberfläche noch mal so ein bisschen abputzt. So bekommt ihr so ein bisschen den Effekt, dass Dreck, Verwitterung, auf jeden Fall gibt es ein bisschen mehr Tiefe. So, jetzt der Endspurt. Kümmern wir uns noch ums Dach, dann kann es endlich raus. Steht schon viel zu lange hier oben. So als Umrandung, für das Dach, habe ich mir so kleine Aluminium-T-Profile besorgt. Die sollen dann so eine schöne Abschlusskante, Dachprofilkante machen. Ja. Ja. Und das Zweitwichtige ist, dass wir obendrauf sowas ähnliches wie eine Schweißbahn machen. Ich nehme gerne dafür Schleifpapier. Sollte wasserfest sein. Und wenn ihr das da oben drauf klebt, dann regnet, dann ist das natürlich weg. Also, das Schleifpapier in Streifen schneiden, die Profile passend sägen und dann alles da drauf. Das war mein kleines Upcycling-Projekt. Ich hoffe, den einen oder anderen konnte ich inspirieren, das auch so zu tun. Und wer weiß, was mir noch so alles einfällt. Wir werden es sehen. Also, YouTube aus und mach was Sinnvolles. Wir sehen uns.